Moin aus Berlin, Sulzul, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Ich wundere mich gerade, warum die sich nicht bewegen. Ich hatte das Spiel pausiert, weil ich habe hier natürlich passend zum Sofa auch passenden Stühle hingepackt. Aha. Dass das alles ein bisschen bequemer ist. Wir müssen immer die Lena im Auge behalten. Die muss auf jeden Fall puschern, die braucht was zu essen und die muss geduscht werden. So, wir lassen sie erstmal pennen. Wir machen ein Gourmet-Menü. Achso. So geht das. Ja, muss ja aber auch gesagt werden. Lachs in der Kräuterkruste. Buttergnocchi. Heißt das Gnocchi? Komm hier, wir machen Lachs. Und wir machen natürlich eine Familiengröße. So. Da hat das Kind nämlich gleich auch was zu futtern. Warum hat das Kind auf einmal Spaß und Aufmerksamkeit? Hä? Meine Energie ist mir ja klar, aber im Bett Spaß und Aufmerksamkeit. So, du kannst jetzt erstmal eine Portion futtern. Ach so. Du da kannst das reparieren. Das saubern. Da ist das Kind. Ja, sie hat keinen Kinderstuhl, ich weiß. Grosche. Hau rein, Kind. Grabbelhina, Blissit Borb, Tip Tip, Delso, Tribs. Wie wär's mal mit Essen, Kind? Pleva Zarps. Baba, we show, we wink a name. Oof. Ich frag mich, ob der Stuhl hier vorne auch funktioniert. Und warum läuft dieses Kind Tag ein, Tag aus mit dem gleichen Schlafanzug durch die Gegend?
Warum isten die das Zeug nicht, Herrgott, nochmal? Nö, die frisst den Lachs nicht. Warum auch immer. Es ist so lecker, Kind. Da sind voll gesunde Sachen drin im Fisch. Hau rein, Mann. Ja, lach nicht. Den sind alle für Anschlüsse. Der hat keinen HDMI-Anschluss. So ein Mist. Müssen wir uns gleich was anderes holen zu essen. Ja, man kann sich das Essen auch angucken und einfach lachen. Das kann man auch machen, anstatt dass man das mal isst. Zebora? Ixalu. Frisst sie jetzt was oder immer noch nicht? Mann. Wohin des Weges? Aha. Ja, ich glaube, so Lachs, das ist noch nichts für Lena, die will lieber Nudeln. Ja, das sieht besser aus. Das sieht viel besser aus. Dieser Stelle übrigens wie immer, ne? Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Und ihr dürft natürlich auch gerne meinen Twitch-Kanal abonnieren. Nee, followen. So wollte ich sagen. Okay. Was passiert? Die putzt jetzt erstmal die Dusche. Hör mal, ihr müsst die, wenn ihr geduscht habt, gleich trocken machen. Was? Also, fühlen sich in der Nähe von Fremden nicht wohl. Was für Fremde?
sehe keine Fremden. Da ist nichts Fremdes. So, wir wollen mal eben gucken. Ja, noch 2 Tage. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir dann einen Geburtstag feiern. Einen Geburtstag feiern können. Nämlich den von der Lena. Sie wird dann etwas älter und größer. Was? So, die schläft. 18, 19, 20. Aber dass sie jetzt großartig Unruhe stiftet, kann man nicht sagen, ne? So, gleich verliert sie wieder einen Tag. Ach, wir sind gute Freunde geworden. Das wurde aber mal Zeit. Das wird aber mal Zeit, du. Tolle Arbeit geleistet. 216 bringt sie mir nach Hause. Naja. Wir haben viel Geld für Möbel ausgegeben, ne? Ja, die pennen alle. Ich gehe auch gleich pennen. Ich habe im Moment echt gerade so einen Müdigkeitsschauer, sagen wir mal so. Ja, und damit sind wir dann fast schon wieder am Ende der Folge angekommen. Sie hat Hunger. Pfannkuchen gibt's. Ah, jetzt kann man natürlich erst baden gehen. In diesem Sinne, liebe Freunde, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Dann werden wir was zu essen machen und natürlich auch dieses olle Puppenhaus da hinten reparieren. Ja, bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao, macht's gut. Wir sehen uns. Bis dahin, tschüss.